Bundesregierung beschließt Rentenreform. So titelte die Berliner Zeitung am 29. Mai 2024. Wird jetzt mit deiner zukünftigen Rente gezockt? Geldschau, finde ich einfach, der Titel ist schon gigantisch genial. Das klingt ja zunächst erstmal, Rentenreform klingt immer positiv. Aber frei nach dem Motto, wenn du sie nicht überzeugen kannst, dann verwirre sie. Mit sie bist du und ich, das Volk, gemeint. Sehen wir uns diesen Artikel einmal näher an. Erstens, Bundesregierung beschließt Rentenreform. Nein, noch nicht. Erst am 5. Juli soll erst im Bundesrat beschlossen werden. Zweitens, Renten sollen auch künftig mit den Löhnen steigen. Frag dich doch mal, mit wessen Löhnen? Das Lohnniveau ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich hoch oder niedrig, je nachdem. Es gibt verschiedene Gewerkschaften und so weiter und so fort. Also mit welchen Löhnen sollen die Renten parallel steigen? Die erste Verwirrung. Dritter Punkt, was ist eine Generationenrente? Recherchieren wir im Internet, heißt es, die Aktienrente heißt jetzt Generationenrente. Die zweite Verwirrung. Warum wird eine Aktienrente umbenannt? Ist Aktie etwas negativ besetzt? Sollen wir nicht sehen, dass eigentlich spekuliert wird? Die dritte Verwirrung. Auch hierzu der Link unter dem Video. Viertens, was ist eine Aktienrente? Eine Idee der FDP aus dem Jahr 2021. Zitat, die Grundidee ist, dass Arbeitnehmer künftig 2% ihres Bruttogehaltes in einen staatlichen Aktienfonds einzahlen, bei dem sie ein individuelles Konto erhalten. Der Fonds investiert die Gelder aller Arbeitnehmer dann in weltweite Aktienmärkte und erwirtschaftet so in der Theorie hohe Renditen. Das in der Theorie haben wir eingesetzt. Die über Zinseszinsen dem Versicherten zugutekommen, wenn er in den Ruhestand geht. Damit Arbeitnehmer nicht mehr bezahlen müssen als heute, wird der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung um eben jene 2% gesenkt. So, da merkst du schon wieder, hat wieder keine Ahnung, sondern hier ist natürlich gemeint um 2% Punkte. Dazu Vergleich hier auf dem Kanal über Prozente und Prozentpunkte. Auch hier der Link unter dem Video. Unserer Regierung hat jetzt aber auch bisher gezeigt, dass sie so gut mit Geld umgehen kann. Vierte Verwirrung. Fünftens, aber jetzt kommt der Hammer. Zitat, die Regierung will bis Mitte der 2030er Jahre mindestens 200 Milliarden Euro, größtenteils aus Schulden des Bundes, am Aktienmarkt anlegen. Mit den Zinserträgen soll der erwartete deutliche Anstieg der Rentenbeiträge gedämpft werden. Zitat Ende. Das musste Susanne, meine Partnerin, dreimal lesen, um das einigermaßen nachvollziehen zu können. Unsere Frage hierzu, was sind die Schulden des Bundes? Ist das etwas anderes als Staatsschulden oder etwas anderes als Schulden der Regierung? Die fünfte Verwirrung. Wir verstehen es so, die Politiker möchten mehr Schulden aufnehmen, um dieses Geld dann in Aktien zu investieren. Ja, die Aktien- und ETF-Fans unter euch wissen, ja, also Investitionen in Aktien auf Kredit, ist keine so gute Idee. Was meinen Sie mit Zinserträgen? Gewinne aus Aktien oder ja, Erträge aus Aktien heißen Dividenden und nicht Zinsen. Die sechste Verwirrung. Nächste Frage. Was passiert mit den Zinszahlungen für die neuen Schulden? Oder ist das mit den Schulden des Bundes doch anders gemeint und die Regierung erhält hieraus Zinsen? Oder werden die Dividenden angelegt und hieraus entstehen Zinserträge? Dies alles wird im Artikel nicht erklärt. Die siebte Verwirrung. Und zum Schluss, die Zinsen oder Gewinne sollen nicht als Rente ausbezahlt werden. Nein, sie sollen nur die steigenden Beiträge dämpfen. So die Theorie. Fazit. Wozu wurde dieser Artikel geschrieben, wenn er so viele Fragezeichen hinterlässt? Soll er uns wirklich informieren oder doch eher so verwirren, dass wir noch weniger hinterfragen? Was ist aus der guten Idee der Rente geworden? Etwas von seinem Einkommen beiseite legen, um für später etwas zu haben. Was ist mit dem ganzen Geld geschehen, welches wir, also sprich du, deine Eltern, deine Großeltern, deine Urgroßeltern und vielleicht auch deine Ururgroßeltern seit Bismarck eingezahlt haben? Denn das war ursprünglich mal der Gedanke. Cui bono, wem nutzt es? Wie kannst du diesen Verwirrungen nun entkommen? Mach dich endlich schlau und lass dich ausbilden und werde unabhängig von diesen ganzen Mainstream-Medien. Buch jetzt einfach dein kostenloses Kennenlerngespräch. Hier unter dem Video ist der Link. Ja, und dann schauen wir, wie wir dir am besten helfen können. Alles klar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sei in der nächsten Woche wieder dabei, wenn es in der Geldschau heißt, über Geld spricht man nicht, wir schon.
alles Gute. Bis dahin, dein Ralf.